Oh Gott, ey, was ist das für ein warmer Tag? Ich schwitze schon so sehr und... Oh, hey, Freunde, ihr seid auch wieder alle am Start. Das freut mich richtig, richtig sehr, dass genau du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video. Und heute sind es, glaube ich, 30 Grad oder so. Also ein richtig, richtig heißes Wetter einfach. Und deswegen gehen wir gleich zusammen ein bisschen raus mit Vitamine. Aber bevor wir das machen, Like und Abonnieren nicht vergessen. Und die Glocke aktivieren, das ist ganz, ganz wichtig, um auch ein Teil der Sentex Army zu sein. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn auch du ein Teil von diesem Team wirst. Und da habe ich wen gesehen, Freunde. Habt ihr ihn auch ganz kurz gesehen? Warte, ich gehe mal nach unten. Wer war denn da? Hallo? Hä? Hey, na, Sandy? Hey, Vitamin, es freut mich so, so sehr, dass du bei mir geklingelt hast, weil ich wollte gerade ein bisschen rausgehen. Ja, na, ich wollte dich fragen. Ich wollte natürlich mit meinem besten Freund mal eine Runde angeln gehen. Angeln, yeah. Und, oh, es ist so ein heißes Wetter. Wie viel Grad sollen es heute nochmal werden? Ich glaube, über 30. Über 30 Grad. Oh, Menno, Menno, Menno. Freunde, schreibt mal gerne unten in die Kommentare, wie ist das Wetter bei euch? Ist es auch so warm wie bei uns? Also, ich schwitze schon, Vitamine. Ja, ich auch. Aber ich würde gerne Bella und Baloo mitnehmen. Ist das okay? Bella und Baloo, das können wir gerne machen. Aber Vitamine, du hast doch wen vergessen. Ja, wir müssen Bella und Baloo und den Kleinen holen. Genau, den kleinen Hundi, das süße Baby von Bella und Baloo. Und der hat jetzt auch einen Namen bekommen, Vitamine. Was? Wirklich? Ja, ja, ja. Komm erstmal, dann zeige ich ihn dir nochmal. Er sieht so, so süß aus. Schau doch mal. Bella, wow. Baloo und die kleine süße Hundi. Was eine tolle Familie, Freunde. Sind sie nicht süß? Aber Sandy? Ja? Wie heißt er denn jetzt? Genau, das habe ich fast schon vergessen. Nämlich, Freunde, hat die Sentex Army gesagt, bitte, 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 Senti, nenn den kleinen süßen Hundi Bello. Und deswegen heißt der Hundi Bello Vitamine. Yeah. Wow, das ist ein richtig süßer Name, finde ich. Ja, und schau mal, der passt auch so, so gut, der Name zu dem kleinen Hundi. Na, oh, ist der nicht niedlich? Ich glaube, der Kleine will nicht mit, weil da ist es gefährlich durch die Haie und... Oh, stimmt. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu gefährlich. Ich glaube, der muss doch ein bisschen bei Bella und Baloo bei seinen Eltern bleiben. Weil ja, kleiner Hundi, am Meer sind ganz viele Gefahren. Zum Beispiel Haie. Oh, ja. Deswegen bleibst du in der Hundehütte. Aber wenn du mal eines Tages groß bist, dann kannst du auch mitkommen. Yeah. Ja, da freue ich mich schon richtig drauf. Ja, ich auch, aber oh, ich habe ein bisschen Hunger. Komm, wir essen zuerst noch was. Okay, ja, Vitamino. Meinst du, wir können den Kleinen mal mit in die Schule nehmen? In die Schule, den Kleinen? Ich weiß nicht. Er könnte vielleicht mal einen Tag dahin gehen. Mal schauen. Aber erstmal, ich will ein bisschen essen, Vitamino. Ich auch, hey. lass mir was übrig. Hey, nein, ich esse ein bisschen Trauben. Das schmeckt richtig gut. Das ist lecker. Ja. Jetzt bin ich aber satt, Vitamine. Ja, und so viel darfst du nicht essen, sonst wirst du wieder dick. Oh, stimmt, da werde ich ein Dicky. Ich glaube, ich habe jetzt genug Vitamine zu mir genommen. Ich glaube auch, aber jetzt lass unbedingt bitte angeln gehen. Okay, stimmt. Hast du denn eine Angel dabei oder zu Hause? Die hole ich schnell von zu Hause. Wartest du hier vorne? Ja, genau, ich setze mich in der Zeit hin auf die Schädelparkbank, yeah. Dann geht es zusammen mit Angel, mit meinem besten Freund Vitamine. Oh, hallo. Guck mal. Oh, yeah. Die ist richtig, das ist meine neue Angel. Ich habe einen Fisch geangelt. Komm her, Vitamine. Oh yeah. Oh Mann, es macht so, so viel Spaß einfach. Wer zuerst beim Spielplatz am Meer ist, Vitamine? Oh. Los geht es. Ich bin schneller. Nein, du guck mal, verlierst. Die Fisch, ich bin viel, viel schneller. Nee, Vitamine. Oh. Ich gewinne. Hey. Und, oh, ich bin ins Wasser gefallen. Wow. Hey, komm raus da. Du weißt doch, wie gefährlich das ist. Oh, stimmt nicht, dass da wieder böse Haie sind, ne? Und guck mal, da sind Fischis. Wow. Fischis, kommt her zu meiner Angel. Sandy, guck mal, wie viele Fische hier sind. Das ist richtig, richtig süß. Und schau mal, die Ente. Sandy, wir machen einen Wettbewerb. Wer als erstes den ersten und größten Fisch hat. Okay, los geht es.
Ich... Oh, hab ich einen? Ich hab einen, oder? Hey, komm her, du Fischi! Und... Warte. Plumps! Hey, warum hast du so viele Fische? Bei mir kommt gar keiner ran. Ja, ich muss auch ein bisschen warten. Man braucht immer ganz viel Geduld beim Angeln. Und Vitamine, siehst du das da hinten? Schau mal, was ist denn da hinten, Vitamine? Oh, Sandy, guck mal, wie groß das ist. Das ist ein kleiner Delfin, glaube ich. Wie, wollen wir da mal hingehen? Oh, ich habe noch nie einen Delfin gesehen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich habe gehört, dass die lieb sein sollen. Ja, ich habe auch gehört, die sollen zu Menschen richtig lieb sein. Ja, glaube ich auch. Dann komm, Vitamine. Genau, wir können mit den Booten direkt fahren. Yeah, dann würde ich sagen, fahren wir direkt zu den Delfinen, Vitamine. Komm, Santi, wir sind gleich da. Ja, bleib stehen, Delfin. Aber wir müssen auch, das sind sogar zwei Stück. Wir müssen aber ganz lieb sein. Wir tun euch nichts, Delfine. Wir mögen euch, ne, Vitamine? Ja, was kann man mit dir machen? Ich weiß es nicht. Warte, ich tauche mal. Ich kann aber nicht so gut schwimmen. Wenn was ist, dann schreie ich, okay? Da musst du mir helfen. Ja, Santi, aber pass bitte unbedingt auf. Du weißt, hier waren auch Haie. Ja, ja, mir passiert schon nichts. Oh Gott, ich kann nicht so gut schwimmen. Sandy. Vitamine, ich kann nicht schwimmen. Hey, pass bitte Vitamine. Komm raus. Dankeschön, du hast mich gerettet. Hey, Santi, du musst doch aufpassen. Ja, ich kann noch nicht schwimmen, Vitamine. Hallo, Delfine. Komm, wir tauchen ein bisschen zusammen mit ihnen. Hallo, Delfine. Und hallo. Warte, die sind ganz lieb, Vitamine. Hey. Schau mal. Santi, guck mal, hier kommt immer mehr dazu. So ein kleines Baby. Oh, wie süß ist das denn? Ein Baby-Delfin. Das ist richtig niedlich. Ja, das stimmt. Und hier sind zwei große. Das sind die Eltern. Hallo, Delfine. Guck mal, wie lieb die zu uns sind. Aber Santi? Ja? Ich habe schon mal gehört, man kann mit Delfinen schwimmen gehen. Schwimmen? Habe ich mal gehört. Ich weiß nicht, ob das geht. Okay, dann komm, wir probieren es mal aus. Aber wir müssen ganz vorsichtig sein. Ich versuche mal auf dem Delfin zu schwimmen. Und geht das irgendwie? Es geht! Vitamine! Ich schwimme auf dem Delfin! Und jetzt kann ich einen Namen aussuchen, Freunde. Oh yeah. Aber diesen Namen entscheidest du unten in die Kommentare. Ich nenne den Delfin erstmal ganz normal Delfin. Aber wir können den Namen auch später noch umbenennen. Also schreib genau jetzt unten in die Kommentare Namensvorschläge für diesen Delfin. Wie soll mein eigener Delfin heißen? Yeah. Wo bist du, Vitamin? Und du hast auch einen eigenen Delfin? Ja, ich habe auch einen. Ich weiß aber auch nicht, wie der heißen soll. Sandy. Ja, wie gesagt, schreibt gerne beide Vorschläge unten in die Kommentare. Wie soll mein Delfin heißen? Und wie soll Vitamines Delfin heißen? Oh, Sandy. Ja, das macht so, so viel Spaß. Hey! Sandy, guck mal. Und Plupsi. Ich kann springen mit dem. Wie cool ist das denn? Ja, warte, ich will auch. Und jetzt probiere ich es auch mal, Vitamine. Und jetzt einmal nach oben. Und wow! Das war so, so cool. Sandy, ich komme. Wow. Wow, jetzt haben wir einfach unseren eigenen Delfin. Wie cool ist das denn, Freunde? Yeah. Und Sandy, jetzt können wir immer überall hinschwimmen und brauchen kein Boot. Wie cool ist das denn? Genau, jetzt haben wir unsere eigenen Delfine, Freunde. Wie gesagt, schreibt gerne Namensvorschläge unten in die Kommentare. Komm, Vitamine, wir machen noch ein Wettrennen, wer zuerst am Steg ist mit unseren Delfinen. Los geht es. Was? Du bist richtig unfair. Hey, und aussteigen, Plupsi. Yeah. Komm, Santi, wir gehen jetzt aber noch mal nach Hause. Okay, das ist eine gute Idee. Das hat so viel Spaß gemacht. Das war richtig cool. Ja, machen wir das morgen wieder? Ja, natürlich. Ich habe noch eine richtig gute Idee, was wir machen können. Was denn? Wollen wir noch eine Essen gehen beim Bäcker? Essen beim Bäcker? Ja, was komm. Gibt es Besseres als die leckeren Brötchen beim Bäcker? Darauf freue ich mich immer richtig toll, weil der macht so, so leckere Brötchen. Genau, komm, wir setzen uns hier hin. Wir essen ein bisschen was. Und da würde ich sagen, verabschieden wir uns aber erstmal von unserem Freund. Ich hoffe nämlich, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, Like und Abo nicht vergessen und die Glocke aktivieren. Manu, 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 hast du immer noch nicht die Glocke aktiviert, um auch ein Teil der Sandtex Army zu sein? Das wäre richtig, richtig cool. Schaut unbedingt bei meinem besten Freund Vitamine vorbei. Und dann sehen wir uns morgen bei einem neuen Video. Bis dahin, tschüssi! Tschüss!